Hallo, bin hier. Ich wollte mal was essen. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo. Ich würde sagen, das ist echt gelb, was blendet. Stimmt. Lass uns mal drauf achten, dass die auch vom gleichen Händler sind, wo wir von wo wir losfahren. Weil sonst fährt der eine 80 Kilometer entfernt von dem anderen los. Auftragsangebot. Ja, mal gucken, vielleicht haben wir Glück. Einmal stehen. Ich bin gar nicht so, dass ich fahren kann, also deswegen. So, also der Tee, ne? Der war lecker, ne? Also, ey, was ist denn? Mach mal in Perspektive. Hallo. Halt die Fresse, verpiss dich, Alter. Hey, na? Hallo, Oettinger. So, komm, Harry. Dann wollen wir mal gucken. Kick mal in. Auftragsangebot. Fuck, Mark. Ich hab paar Aufträge, das ist schon mal gut. Paris. Scheiße. Batiste, das ist da, wo du warst, Alter. Das ist 80 Kilometer entfernt, ey. Ja, mal abwarten. Ich hab was nach Bremen. Nach Bremen? Oha, ja geil. Das ist bei Ikea bei mir. Ah, ich trade Aux von Trax Aux zu Euro-Goodies. Oh, Entschuldigung. Ja, ich müsste nach Ikea, zu Ikea fahren. Wo ist denn Ikea? Frankfurt, Duis, Alter, ich hab fast nur alles auch nach Deutschland. Was zur Hölle ist hier los? Okay, Ikea wäre jetzt nicht so schlimm. Warte mal. Na, warte mal, wo ist denn noch was? Ich hab Düsseldorf, hab ich. Aber auch von Ikea aus. Hab ich nicht. Doch, ich hab Düsseldorf, aber auch von Ikea aus. Ja, dann wollen wir das nehmen, oder? Können wir machen. Dann sind wir beide Ikea und beide nach Düsseldorf. Was hast du? Topfpflanzen? Leere Paletten, 22 Tonnen. Wow. Achso. Bringt immer nur 10.600. Ja, egal. Wieso musst du mal nach Bremen? Nee, von Bremen. Ich könnte auch Ikea Bremen, deswegen. Achso. Bremen hätte ich. Achso, ja, Paris. Ja, aber da sind wir ja 900 Kilometer auseinander. Ja. Also, hier nach Düsseldorf. Ja. Fahren wir erstmal zu Ikea, sind ja 9 Kilometer hin. Wait for me! Oh Gott, wo fahre ich denn hin? Komplizierte Straßen hier, Alter. Links, rechts, links, rechts. Dreierloch. Hä, wo geht's hier raus? Ach, da geht's raus. Du hast auch zu viel Starship Troopers geguckt, oder? Hä? Links, rechts, Dreierloch. Das ist von Starship Troopers. Das ist von Starship Troopers, kommt das also, okay. Nee, ich hab das eher von, frühes Let's Play. Okay. Wow, fährt der schnell. Ach, endlich schön so ein Holzzapfen da dran, Alter. Das sieht gut aus. Will ich auch. Ich will mir Splitter in den Finger haben. Ja, ich hab schon drei. Hallo, Circle of Alchemist. Wow! YOLO at Games, Alter. What the fuck, wie kann man sich denn so nennen? Wo ist denn die Einfahrt zu Ikea? Ach, hier oben, ne? Wo das eben? Alter, wie bist du denn gerast? Boah, ein bisschen schnell. Achtung, abwarten. Hä, du bist an der Einfahrt vorbeigerauscht. Hä? Ikea ist hier. Was zur, hä? Wo ist Ikea? Ach, da ist es, ja. Ja. Da, kann ich. Oh, ich kann nicht, schade. Fährt der rechts an mir vorbei, wenn ich rechts abbiegen will. Alter, das ist echt. Das Schlimmste sind wirklich die LKW-Fahrer. Die Autofahrer, ist so. Ja. Alter. Das schade, man kann hier echt nach Deutschland nicht mit einer Wurst fahren. Was wollt ihr, Bremen oder Düsseldorf? Düsseldorf. Was, ne? Ja. Genau. Ne, mit einer Wurst kann man nicht fahren, ne? Ploppt ein LKW-Hänger hier auf.
Hallo? Hallo! Ich hätte nie gedacht, dass mit Gamepad fahren so geil ist. Naja. Ich warte mal erstmal auf dich. Na, fahr mal vor, du hast einen, ich muss weiter außen, deswegen. Also fahr mal, schon mal. Ah. Boah, lecker. Nö. Was heißt hier für weiter außen? Ich muss einen größeren Kreis nehmen. Wendekreis. Ist doch eh noch ein Kreuzchen. Aber die Wände zählen ja trotzdem. Boah, ist das hier eine Ausfahrt, Alter. Ja. Die ist nicht vom schlechten Alter. Ach du Scheiße! Ich bin voll Idiot, Alter! Ich bin falsch abgebogen! Egal, müssen wir da vorne rechts. Oder ich da vorne. Ach, Tatsache! Wir sind falsch abgebogen, ups! Okay, wie fahren wir da anders? Gut, fahren wir anders. Ja, einfach hier im Kreis. Können wir auch. Obwohl ich jetzt auch eine andere Tour habe, aber was soll's. Oh, jetzt habe ich auch, jetzt hat es auch bei mir umgeschlagen. Aber einfach um den Kreis hier rum. Anfahre ich heute schlecht. Ich hab 3 Tonnen habe ich nur drauf, Alter. Wow, ich hab 22. Nee, wann ist 22? Ich glaube, das waren 22. Ja, 20 oder 22, ja. Boah, wenn ich in dem irgendwann einen Scania V8 habe, dann will ich hier nur noch aus der Perspektive fahren. Nee, dann verstehe ich dich nicht mehr. Wenn ich fahre wirklich, dann verstehe ich dich. Kann ich auch gar nicht, weil es ist viel zu laut. Dann müsste ich das Spiel komplett viel weiter runterdrehen. Lautstärkemäßig. Alter, mit 50 km rum, ey. Ja, bei mir. Oh, wow! Das war knapp. Bist ja hängen geblieben. Fast. Ich habe fast das Schild mitgenommen. Das kleine Minischildchen in der Mitte. Boah, Alter, hier geht's ab, ey. Da kannst Gas geben, Vollgas 90 ist da. Heftig. Toll, hier schon wieder 50, was soll denn das? Das hinter auf mir geht's, LKW. Ab geht's, 3 Tage wach. Wir fahren jetzt nach Düsseldorf, 3 Tage wach. Naja. Was war das denn? Was hast du gleich? Hast du gleich auf Verdacht 3 Flaschen Oettinger mitgenommen, ne? Heftig. Mach ich immer. Alter, ist das hier eine leichte Kurve? Ist die eklige. Das ist echt so eine ganz minimale Kurve, Alter. Merkst du das? Boah, Alter! What the fuck? Ich hab ja gar nicht gesehen. Dota 2 Ruhe, Alter. Kein Wunder, dass der so. Also Dota 2 Ruhe. Merkst du das, dass das eine ganz leichte Kurve da war, Alter? Ja. Das ist richtig eklig. Ich muss die ganze Zeit hier lenken. Also immer dipsen, weißt du? Ich brauch gar nicht dipsen. Zumindest nicht, wenn ich den richtigen Winkel hier an der Aber ich halte gerade von Abstandsregelung überhaupt gar nichts. Ich habe noch nichts oben drauf. Dafür sieht es drin schon relativ schön aus. Ich habe schön. Ach, wir müssen sogar hier runter. Mein Holzknauf. Oben Teppich an der Scheibe. Und ein Glücksklee. Teppich verdeckt mir irgendwie ein bisschen zu viel.
Nee, Alter, überhaupt nicht. Du musst nur perfekt ein. Du musst das nur perfekt, wie heißt das hier? Einstellen halt den Sitz. Dann geht das super. Ja. Alles fitte Kamette. Ich Idiot. Bist du gegengefahren oder? Ja. Okay, Film. 1% am LKW. Naja, egal. Wenn es nur 1% ist. Gesundheit. Mist. Oh, du kommst ja gar nicht hinterher. Aber man merkt echt übelst, wie viel du drauf hast, ey. Ja. So. Kinder, nicht nachmachen. Ich trinke jetzt am Steuer. Bei denen da halt. Aber keine Sorge, ist nur ein Malzbier. Schön, hör den gar die Kehle rammeln. Aber das ist echt gut, das Möttinger Malzbier. Ja, ich weiß. Mann. Das hat mir meine Stiefmutter, hat mir das empfohlen. Laufen sie da alle? Meine Schwester. Mein Neffe, alle. Saufen sie das durch. Da wo ist der Aufbier, egal. Aber da, sie hast du schon mal gemerkt. Da steht drauf 0,5% Alkohol ungefähr, ne? Das kann angehen. Ich bin aber, ja, da steht da drauf. Auf jeden Fall das letzte Mal, als ich es hatte. Kann ich jetzt nicht so sagen. Boah, Alter! Hä? Mein LKW drückt sich irgendwie immer zur Seite. Okay. Beim Lenken. Ich muss immer manchmal echt gegenlegen. Oh, schon wieder! Oh, was? Oh. Alter. Da bin ich gerade mit 110 problemlos rumgefahren, Alter. Alter, mein. Wie auf Eis! Hast du irgendwas an deinem Fahrwerk geändert? Nö. Ich will mal kurz, wer ist das hier? Eine Trickpause. Alter. Irgendwas geändert? Oh. Gott, wo sind denn hier die Parkplätze für die LKWs? LOL! Gibt keine. Ja, ich muss kurz, also ich muss mal Flasche öffnen. Guck mal, da steht glaube ich 0,5% Alkohol. Ja, warte. Ich hab mal meinen LKW auch ein bisschen. Okay. Und Nemo. Vorne und. Warte. Ja, Alkohol 0,5%. Ja. Nicht, dass du hier noch tanzt auf dem LKW. Quatsch. Kommst du daher? Ja, gut. Wie viel Prozent hat ein normales Bier so im Schnitt? 4,9. Aber ich trinke am liebsten immer ein schönes Weizen. Das ist so schön. Oh. Ja, das ist aber schon richtig, ja, fast richtig. Das ist richtiges Bier. Ja, das kann ich ja nicht ab. Nicht wegen dem Alkohol, viel besser, nicht wegen dem Alkohol, sondern wegen dem Geschmack. Das ist nicht so herb. Weizen ist nicht herb. Das ist sehr süß. Echt? Das könnte ich mir vorstellen, dass dir das auch schmeckt. Ich mag das auch nicht herb. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch kein Bierfan, bin ich nicht. Aber so ein schönes Weizen. Och, das ist was Feines, ey. Das ist was richtig Feines, Alter. Ich habe ja meine Weizengläser. Schön vom Paulaner oder Franziskaner. Ich habe ja auch noch so einen Fußballschuh als Weizenglas, Alter. Das ist absolut Hammer. Naja. Fußballschuh. Ja, Alter, ich guck mal, ob ich das finde irgendwie im Internet oder sowas, weil das Ding ist echt geil. Naja, und dann
schön halb Liter, zack, eisgekühlt, wirklich 2 Stunden Tiefkühler und dann gib ihm. Das schmeckt richtig gut. Ja, vielleicht probier ich es ja irgendwie mal. Ja, hol dir vielleicht, am besten ist es vielleicht, wenn du dir vielleicht mal ein alkoholfreies holst. Das gibt's ja auch als alkoholfrei, mit entweder mit Grapefruit oder mit Zitrone. Ja, der Alkohol ist ja bei mir ja nicht das Problem. Ja, aber der Geschmack, ne? Ja, so kannst du ja. Naja, gut, okay, ja. Ja, musst du dir nicht holen. Ich weiß, du trinkst sowas ja nicht. Und warum solltest du sowas alleine trinken? Ja, aber probier vor euch, ich bin. Wo müssen wir holen? Ach, hinten müssen wir, ne? Ja, gut. Gut. Achtung, Stau. Ja. There is someone blocking, ja. Wie heißt der da vorne? Keine Ahnung. Ich kann es leider nicht sehen. Okay. Wie heißt der? Not Keys. So. Blocking. So, V war das. Nee, wie war das nochmal? Y. Y, genau. Report dead, ne? Mit D, oder? Reported. Oder T. Ja, das heißt gut. Just pass me. Hello. Ja, lass ihn, der versucht gerade. Ah, jetzt ist er weg. Er okay, hat es wohl nicht hingekriegt, sich abschleppen zu lassen. Ach so, ah ja, okay. Deswegen hat er auch F7 und Enter gesagt. Okay. Ja, ich habe mich immer gewundert, was das bedeutet, aber jetzt habe ich es auch raus. F7 drücken, dann bist du beim. Wie heißt das halt? Beim. Ja, Wichsen und dann ja. Genau. Ich habe nur gerade nicht verstanden, was er damit meinte mit. Ich musste auch die ganze Zeit nachdenken, Alter. Ja. Ich habe das schon so oft gesehen, dass das geschrieben wurde. Und dann habe ich gesehen, F7. Ich habe zuerst gedacht, dass wir irgendwie so ein, dass es irgendwie so ein Quick-Report-System wäre oder so. Ja, irgendwie schon. Habe ich auch die ganze Zeit gedacht, ey. Wollen wir überholen, ja, ne? Ach, okay. Das wird schwierig mit meinem, irgendwie. Irgendwie so und so. Er ist so und so. Der eine. Irgendwas ist mit dem LKW hier komisch. Ich weiß nur nicht was. Der rutscht so komisch. Okay, keine Ahnung. Nee, aber so ein schönes Weizen. Boah, das ist ey, das, was richtig fein ist, ey. Steh ich total drauf. Mhm. Normalerweise würde ich jetzt auch gar nicht mit dir hier zocken, sondern hätte echt Heiko eingeladen, Nachbar, und hätte gesagt, lass uns ein Bierchen trinken. Was Ramona ist. Macht? Ja, warum sollte ich? Ich will ja auch mal zocken. Also mal ganz ehrlich, mal so richtig mal hardcore die Stunden zocken, das muss auch mal sein. Normal. Das habe ich ja schon echt länger öfter gemacht jetzt in letzter Zeit, mal so mal schön gemütlich ein Trinken. Und dann, klar, aber heute hatte ich mal echt Lust voll zu zocken. Du musst mich unbedingt leiser stellen, ne? Ich höre mich so beschissen an bei ETS 2 im Let's Play, Alter, das ist richtig übel. Ja. Ich bin so am Dröhnen, ey. Ich probier's mal jetzt mit dieser Aufnahme. Ich hab die ein bisschen leiser gestellt. Ich höre mich an, wie als wenn ich mein Billigmikro hab, so heftig laut bin ich halt. Ja, das ist halt, weil ich die Desktop-Aufnahme lauter gestellt habe. Also ich habe jetzt vielleicht muss ich das mal ein bisschen zurückdrehen. Mann, ziehst du ab? Ich bin jetzt aber Strich 90. Fahr ein bisschen schneller und dann hast du mich. Naja. Ich fahr wieder Strich 90. Ah ne, auch gar nicht. Ach, Christo spielt auch einen Truck Simulator, der wohnt so. Ach was, wo ist denn der? Was für ein Ficker, Alter. Schreib mir nicht mal zurück, weißt du? Statt zu schreiben. Egal, wenn ich will. Kein Wunder, dass der Spinner so klein und hässlich ist. Ja. Okay, hier spielt sich irgendwas ab. Ach ne, da ist einer.
Mit einem leeren ohne Hänger, okay. Vor uns. Aber der zischt schon ab. So schön 90 in Ruhe fahren ist echt perfekt. Ja. Man muss ja nicht immer durchhatzen wie ein Umut. Ja. Und Saran. Oder halt die Klappe da oben. Wir hören euch eh nicht. Hä? Was hast du? Ja, da oben war die Anzeige, dass jemand gesprochen hat. Hä? Ja. Wo? Oben links wird das immer angezeigt, wenn jemand spricht, dann wird das angezeigt. Muss man drauf achten. Irgendwie hat keiner gesprochen. Ja, nee, da jetzt oben. Ah, jetzt nicht mehr. Oben links? Beim CB-Funk oder? Nein. Da oben im Bildschirm. Ja. Wo die Frames stehen? Ja. Okay. Steht da immer an, aber weil ich das halt aus habe, höre ich halt nichts. Ja, ich höre auch keinen. Und ich habe auch kein Zeichen gesehen. Ach, ich bin vielleicht auf einer anderen Frequenz wie du. Ich bin auf 11. Wo bist du? Was? Ich bin auf Frequenz 11. Auf welcher bist du? Frequenz 11? Was? Ja, CB-Funk. Wie geht das denn? Mondfall! CB-Funk. Der CB-Funk ist oben. Wie heißt das hier? Kann man umstellen. Ah, ich bin auf 19 scheinbar. Ja, wie kann man die da sind anscheinend die meisten. Wenn man da drauf rumfummelt, glaube ich. Oder halt im Menü, wenn ich da mal eine halte. Das ist ja geil. Das habe ich noch nie gesehen. Oh, da unten ist Terror auf jeden Fall irgendwie. Da sind ein paar Punkte, Alter. Ja. Oh, Alter, war der am Lenken. Emergency Brake. Alter! Boah, hier ist aber bergauf angesagt, Alter. Umut. Boah, Alter, Tio, was so? Hallo, Umut! Umut, reiß! Ach, das ist der gesprochen hatte. Ich bin gesagt, ich bin auf dem anderen. Boah, Alter, wie viele Ikea sind denn hier? 4 Ikea schon. Alter. Ja, stimmt. Vorsicht! Du hast den bisschen voll vor die Nase gefahren. Oh Mann, ich laber. Ich hab. Oh, geblinkt, Alter. Soll er seine Mutter ficken, der Hurensohn? Scheiß Turkey da, Alter. Alter! Was ist mit denen los? Haben die heute alle nicht gefrühstückt oder was ist los? Hast du Schaden bekommen? Nee. Bin noch ausgewichen. Das ist gut. Ich glaube, es ist auch jetzt so, dass so ein leichte Untoucher oder so. Ja, dass die ein bisschen weniger Schaden macht. Genau. Weil das wäre sonst zu krass, Alter. So viele Monster, stimmt, wie das ist das ja nicht. Sigmaster. Alter, was war das denn? Klick, 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 klick. Achso. Fahren wir durch Luxemburg? Nee, leider nicht. Okay. Boah, Alter, ich muss schon wieder gegenlenken. Seil gerissen. Lass ich mir deins? Nee, Alter. Ich bin so knapp bei Seil. Schon wieder? Ich bin so knapp bei Seil. Bist du schon. Also hast du ein hier Verschleiß? Ich lutsch die Dinger so weg, ey. Alter, geil ist, ey. Sprich. Keine Kapanossi. Spricht Ramona gestern einen Typ an. Oder also ein Typ spricht Ramona an. Bei uns hier auf dem Parkplatz. Ob wir unser Auto verkaufen wollen. Was? Okay. Aber geil. So eins, irgendwie zum nächsten Jahr im April. Hammerhart, ey. Achtung, was machen wir hier? Die fahren nicht. Ach, das ist der Typ vor sich. Umut. Naja,
Allen. Ramona sagte ja, der hat aber Ölprobleme, ne? Irgendwie, also der verbraucht Öl, der verbrennt Öl im Motor, weißt du? Naja, und bla, und sagte, oh, das ist nicht schlimm, bla bla bla. Aber er selber fährt auch so einen alten Opel, weißt du, so ungefähr in der, also Baujahr sozusagen. Ne, und heute hat er mir auch nochmal geschrieben, ja, welches Baujahr sind das und so, wie viele Kilometer und so, Alter. Ich hab keine Ahnung, als wenn das irgendwie ein Goldauto wäre oder sowas, ey. Der will unbedingt unsere Karre nächstes Jahr haben. Wir wollen ja so und so verkaufen, weil der halt Öl frisst und sowas und deswegen kommt er nicht durch den TÜV, denke ich mal. Und ja, deswegen, geil, haben wir eine Karte von ihm gekriegt, der wird wohl unser Auto dann kaufen. Das soll die Sache. Was ist das denn hier für eine Stadt? Achso, Lidsche. Aber. Kannst du mal aufhören, immer hin und her zu fahren? Ja, ah, ja, okay, war schon das hier mit diesem. Ja. Und das ist Emra. Alter, ich. Jetzt, wie gesagt, ey, nichts gegen Türken, ne? Aber das Spiel ist so verpestet, ey. Das ist echt übel. Und man muss doch leider sagen, die meisten Türken hier in diesem Spiel. Ja, ne? Fahren also, die Scheiße. Ist, ja. Wohlgemerkt in diesem Spiel, ne? War das nicht verallgemeinert? Schrecklich, ehrlich, die Unmut hier. Guck mal, irgendwas macht er schon wieder. Ah, er steht schon wieder, glaube ich. Unmut reißt, doch, er steht, sabbelt auch gerade wieder. Ja, okay. Ja, ich glaube, die beiden gehören zusammen, da. Er will einen Gel-Konvoi, Alter. Na toll, ich hab Top-Pflanzen dabei. Ja, mit Hagel können wir leider nicht gehen. Nee, haben wir nicht. Die Türken immer mit ihren Hagel. Ehrlich mal, Alter. Weißt du, selbst bei Eurotruck Simulator fragen sie danach. Können sie sich ihre Rückenhaare gelen? Wow! Alter. Mann, ist hier. Sag mal, ist hier irgendwie Schnee eingestellt oder so? Ach, das war so schön damals mit Schnee. Ja. Ach, wird aber, denke ich mal, auch wiederkommen. Übel aus, ey. Dann werden wir aber auch wieder hier ein bisschen rumpeikern, wenn Schnee ist. Verdammt, jetzt brauchen wir schon beschissenen Übersetzer, ey, damit man gucken kann, was die Spinner schreiben. Deutschland! So, Ali, raus jetzt hier! Wie heißt Ali? Mal die Rundumleuchte anmachen. Wollen wir vorbei oder? Alter, das ist ja. Ich würde erstmal nicht. Ich mach 90 km/h, ich glaube, die fahren auch so 93, 94, 95. Ja, ich halte ja die ganze Zeit einfach so die Geschwindigkeit. Vorsicht, da kommt ein PKW! Alter, was zur in Gottes Namen? 2% Schaden! Alter, was ist denn hier los? So, weißt du was? Ich fahr denn jetzt, ich fahr jetzt hier. Nee, okay. Was? Nee, ich wollte die beiden Fahrspuren blockieren. Ich hab Posten für die gerade. Was zur? Was für ein Spacken! Kein Schaden. Oh, immerhin. Ich glaube, das haben sie echt extra gemacht, damit so eine Hurensöhne echt machen können, was sie wollen. Ich werde mich mal lieber hier hinter diesen Typen hier einreihen. Ja, ich fahre hier gemütlich mit 80 lang, weil hier ist 80 erlaubt. Ganz ruhig, ganz in Ruhe. Ja, der Typ überholt dich jetzt auch. Okay, ja, ist ja, soll er auch. Oh, Alter, hier ist U-Boot ist auf dem. Oh, Scheiße! Ach nee, das ist Aktau. Oh, Alter. Der Typ, der jetzt gerade an dir vorbeigezogen ist, der hat gut mitgedacht. Okay. Der hat gesehen, da liegt einer, fahre ich mal ein bisschen weiter nach links. Oh Gott, jetzt komme ich hier kaum hoch. Scheiße. Was? Amalak!
Geil! Oh, hier ist wieder, irgendwie steht wieder einer. Oh, und von hinten sehe ich einen, glaube ich, einen PKW. Augenmut, Alter, kannst du nicht mal fahren jetzt ordentlich hier? Das ist doch hier normal. Wir müssen hier aber runter zum Glück. Das, wir sind gleich in Düsseldorf. Oh, Alter, Augenmut ist doch. Yo! Nee, das war nicht. Alter, was ist denn los hier mit denen? Wow! Boah, Alter! Zieht er auf einmal rückwärts! Alter! Oh, Alter, die fahren alle hier ab, ey. Boah, was? Was ist das denn für ein Spacken? 90 km/h am Arsch! Entschuldigung, wenn ich rumschreie, aber ich denke immer, ich könnte auch so ein Auto schreien. So, Umut mal wegen Blocking. Umut? Blocking? Ja. Umut, wo haben wir denn Umut? Welche Nummer hat denn der? 2152. Toll, jetzt geht's hier gerade weiter. Ah, da ist, ich sehe ihn. Ah! Alter, was ist denn Umut was daneben? Der Typ ist ein Vollspaten. Warte. So. Anstrengend hier. Sein Motor, ja, Alter. Engine! Was? Soll der F7 drücken im Uhrenzug, ne? Ich glaube, ich kaufe mir so ein Navi hier, was so links ist. Wieso das, Alter? Da hast du drei Navis in deinem Volvo. Obwohl, ach, stimmt eigentlich. Los Santos, TR. Kleiner Stinker. Und einer, der überholt. Warum sind die immer so ungeduldig? Ihr habt Zeit, Leute. Zeit. Lass mal tanken. Ich komm hier nicht hoch. Hat der wirklich geschrieben 90, Alter? Oder was? Hat er das gesagt? 90 km/h. Was? Zu dir. Hä? Du sagtest doch irgendwie 90 km/h. Nee, der hat in seinen Namen in Klammern Record und dann so. Irgendwie dann dahinter 90 km/h. Achso. Ich hasse Autos, aber die sind anständig. Aber anscheinend kriegt man nicht mehr so viel Schaden von den Autos, weil, wie gesagt, der hat mich ja voll weggerammt, hast du das gesehen? Ja, generell kriegt man nicht mehr so viel Schaden. Ja, aber der hat mich sowas von weggerammt, ey, und ich habe keinen Schaden bekommen. Wir sehen uns später. Ach, musst du woanders hin? Ich habe gesagt, ich muss tanken. Ach, du musst wirklich tanken, ups. Ich hatte zwar noch einen halben Tank, aber... Ja, ich wollte gerade sagen, Alter, was soll denn der Scheiß, ey? Ich hab gedacht, du verarschst mich, aber na gut, sind so und so noch 20 Kilometer. Oh. Ich hab echt gedacht, du verarschst mich jetzt. Leute, sorry. Dieser scheiß Mut, Alter. Weißt du, er und sein Engine, der soll er doch einfach sich ausrollen und dann auch auf der Seite fahren. Nein, das war immer Trolling oder Blocking, fertig. Na gut, wenn man aber vom Gas geht und dann einen Motorausfall bekommt, dann bremst er. Ja, das ist aber Schwachsinn. Nicht jedes Mal, man muss sich nicht jedes Mal genau vor die Karre stellen. Ja.
Ja, das ist der hat sich extra vor mir hingestellt, also so ist das nicht. Na. Wo sind wir eigentlich nochmal? Düsseldorf. Düsseldorf. Düsseldorf hat so einen Fernsehturm? Na, ich kenne Düsseldorf nicht so wirklich, deswegen. Keine Ahnung. Düsseldorf waren wir aber auch selten, glaube ich. Ja. Oder? Ich glaube auch, ja. Boah, Alter, das Rutschen, ne? Das ist krass. Also hier in der Kurve war das echt krass gerade. Vielleicht ist es ja anders, wenn ich ein größeres Dings einbaue hier. Hä? Habe ich das gerade richtig gesehen? Was denn? War das ein alter Mercedes? Klar, es gibt hier doch auch heute Mercedes. Nein, der noch ein ganz älterer. Nee, der nicht. Der nicht. Ist mir sogar nicht sogar zum Boot auf den Anhänger. Ist mir sogar nicht das erste Mal aufgefallen. Muss ich mal so fragen. Nicht, dass es irgendwie. Nicht, dass irgendwelche Bosse irgendwie hier einbauen. Alter. Gucken die hier wie die Terroristen. Das sind ja auch Terroristen. Terroristen in Bombenautos. MC Coco, okay. Halt's Maul! Oh, gelevelt! Arschloch. Kannst du das machen? Was? Kriegst du? Hä? Warte mal. Warte mal. Der kriegst du? Nee, der ist im TS. Ach so. Was? Ja, ich glaube, ich ziehe den gleich mal runter. Mal gucken, wie auch immer. Hm? Wie auch immer, macht das. Ach ja, stimmt, warte mal, Fähigkeiten. Was wollen wir als nächstes machen? Nochmal einen auf Hochwertige oder ADR? Ja, lass uns ADR mal voll machen, ne? Okay, ADR voll machen, gut. Das dritte, so, brennbare das, Flüssigkeit. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Das dritte oder letzte? Ich mach mal brennbare Flüssigkeiten. Das ist halt ein paar Minuten. Also ADR das dritte. Ja. Falls auch nicht. Huch, nee, das wollte ich nicht machen. Fähigkeiten. ADR das dritte, das wäre. Ach ja, das wäre dann das erste, was. Brennbare Flüssigkeiten. Ja. Wie viel fehlt mir denn eigentlich noch? Kann ich das hier sehen? Nein. Karriereentwicklung, Profil fehlt? Nein. Ich kann nicht sehen, wie. Ach, schade. Okay, so. Warte mal, ich 2000 Euro habe ich hier. Mir mal kurz. User joined your channel. Ich guck mal gerade was nach und ich brauche gar nichts mehr nachgucken, weil Christo schon unten ist. Hallo, Christo. Servus. Hallo. Na. Du bist in der Aufnahme, ne? Oh. Hallo. Aber wir sind so fertig, deswegen kannst du sie ja mal kurz stoppen. Das kann ich gar nicht machen. Ja. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja, tschüss.